So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Bloons Tower Defense Battles. Ich bin der Nils und ich level hier ein bisschen in der Phase hier. Und das Ganze ist hier leider die ersten Spiele nicht so gut gewesen. Muss auch ganz ehrlich gestehen, fühlt sich nicht gut an. Es ist alles ein bisschen sperrig, alles ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Das ist nicht der Stand hier. Ich weiß nicht, wieso das immer so lang dauert. Das ist nicht Stand 2021, das ist Stand 2018. Also ein Spiel, das schon veraltet ist, wenn es rausgekommen ist. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Es steht nichts da, es zählt nichts runter. Keine Ahnung, muss ich was machen? Alles sehr, sehr merkwürdig. Dann wird noch einmal runtergezählt. Es wird nicht gezeigt, wo ich bin hier. Ja. So. Ach, da kann der da nicht zielen, oder was? Ich weiß es nicht. Ja, gucken wir mal, wie das wird. Ich mache hier mal Top-Spionage. Aha. Es sieht den unteren Bereich nicht. Gut. Das ist wenigstens schön angezeigt. Das muss man ehrlich sagen. Das sieht man jetzt sehr genau, wo er nicht treffen kann. Ladies and Gentlemen, wir spielen hier Bloons. Battles 2. Gefühlt sehr, sehr langsam. So, wieso macht er das nicht? Hallo, mach doch. Da passt nur eins rein. Okay. Da passt nur ein U-Boot rein. Okay. Wie, gegen wen spielen wir denn? Peach Panda. Peach Panda, juhu! Wie geht's dir? Ich glaube, man kann das auch gegen Freunde im Social-Bereich spielen. Dann machen wir halt hier noch einen her, dann haben wir überall einen drin. So, lala. Das dreht sie auch nicht. Also, das hat sich damals nicht gelohnt, ein Objekt wegzumachen. Weil das genau der Teil dann war, das Geld, was dann gefehlt hat. Hatte ich verloren. Ich finde die Maps in Ordnung. Sie sind natürlich viel kleiner, weil der Bildschirm geteilt ist. Gehen wir hier rein. Ja, mehr kann ich hier nicht machen. Das muss ich halt dann überall hier. Erstmal Raketenwerfer setzen. Und da wir noch in der Levelphase sind, können wir natürlich hier nicht alles freischalten. Ja, wir können nicht alles freischalten. Seht ihr ja, überall noch alles gesperrt. Gefühlt sehr langsam. Das könnte alles in doppelter Geschwindigkeit sein. Alles so veraltet, alles so sperrig. So, gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen. Kannst du nicht viel machen hier. Bei 600... Oh, wir könnten mal einen Fernkämpfer in die Mitte setzen. Ja, könnten wir mal machen hier. Schrapnell und ein Vollmantelgeschoss. So, Ladies and Gentlemen, das Spiel ist kostenlos auf Steam natürlich erhaltbar. Also wer das spielen will, kann das natürlich jederzeit sich mal runterladen auf Steam und dann einfach mal ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf dem Smartphone erhältlich ist. Müssten wir mal gucken hier. Da kann man ja nichts mehr machen hier, ne? Wird ja nichts freigeschalten. Muss mal gucken, ob man das selber freischalten muss.
Da kann ich auch nichts runterziehen. Besser wäre es, wenn das Money, diese 205, diese 400, wenn die an meinen entsprechenden, ja, hier Türmen wäre, dann müsste ich nicht immer nach oben gucken. Da kannst du ja auch nichts hersetzen, ne? Nee, du kannst nichts hersetzen. Ganz, ganz blöd gemacht, ehrlich. So, 400, dann Raketenwerfer. So, Ladies and Gentlemen, wir spielen hier Bloons Tower Defense Battles. Dieses Gerede von den Türmen kann man leider auch nicht abstellen. Sehr nervig. Vorbei 650 schwere Bomben. Hä, wieso kommt bei mir keine... Wieso kommt denn nichts? Merkwürdig. So, dann machen wir oben noch einen Bombenwerfer hin. Können wir mal wieder... Wir haben ein Ding gemacht. 2-2. Der ist auch 2-2. Dann mache ich den jetzt mal 0-2-2. Dass wir ein bisschen eine Abwechslung reinkriegen. Ja, schön hier. Ja, macht doch Spaß hier. Also für alle, die natürlich Bloons Tower Defense 6 gespielt haben, ist das natürlich hier schon ein bisschen ein Heimspiel. Ganz klar. Kannst halt nichts leveln hier, ne? Kannst halt nichts machen. Alles gesperrt. Das ist natürlich... schwierig. Ja, stell mal halt hier was her. Was willst du machen? Oh, hier noch ein bisschen Raketenwerfer machen. Bei 400. Das fühlt sich so langsam an, das Spiel. So, gucken wir mal. Er hat sich hier auf diese, ich weiß nicht, wie die heißen hier, Raketenwerfer, Bombenwerfer konzentriert, hat die U-Boote gemacht. Leider kann man auch die Skillung bei ihm nicht sehen. Das wäre ja auch mal was. Man sieht schon, jeder hat so seine Spezialisierung. So, müssen wir mal gucken. Ich hätte so gern mal... Möchte ich mal wissen, was sich die... was haben sich die Entwickler bei dem Spiel gedacht? Das würde mich so interessieren. Was haben sich die Entwickler bei dem Spiel gedacht? Hä, wieso Niederlage? Okay, ich krieg's mal teilweise gar nicht mit. Ja, das war's schon.